Konnichiwa, Anime und Game-Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Dragon Quest Builders. Ich futter erstmal hier ein bisschen was, weil wir haben anscheinend ziemlich großen Hunger und ja, ganz schön verfressen, die Kleine. Jedenfalls, ich quatsch erstmal mit dem hier, mit Roy. Sieh sich das eine an, bei meinem voluminösen Wanst, dann haben wir jetzt also eine Küche. Diese Schaffenskraft, mit der du gesegnet bist, ist schon was Wunderbares. Ich frage mich, ob deine Kochkünste von vergleichbarer Qualität sind. Nein, nein. Ess nichts von mir, bitte. Iss nichts von mir. Warum habe ich gemeint jetzt? Willst du sie nicht auf die Probe stellen und mir etwas... Bin ich jetzt der Knecht für alle? Ich soll der einen die ganze Zeit was bauen, ich soll ihm was besorgen und jetzt soll ich ihm was kochen? Das hat nichts mit Erbauen zu tun. Wie war das? Koch doch selbst. Ist doch wahr. Koch doch selbst, Alter. Für Pilli brauchst du eine ganze Küche, aber für mich willst du nicht mal ein einziges, mickriges Mahl zubereiten. Ich bin nicht deine Frau, Alter. Und selbst wenn ich deine Frau wäre, fuck you. Eliza, das nehme ich dir übel. Ich dachte, wir wären Freunde. Alter! Übrigens habe ich unten am Wasser ein paar prächtige, orangefarbene Moormaronen stehen sehen. Gewiss könntest du mit so einer feinen Zutat ein exquisites Gericht zubereiten. 3 Portionen wären schon genug. Sind wir uns einig, meine Liebe? Bah, was für ein kleiner Pisser. Du bist so ein kleines Arschloch, Alter. Fress doch selber. Kauf. Geh selber sammeln. Geh selber sammeln. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Mich willst du beleidigen? Guck mal, wie süß sie aussieht. Ich sehe jetzt nichts. Hier. Guck mal, wie niedlich sie aussieht. Und er sagt so, wie ich aussehe und... Und ich soll jetzt Essen beschaffen. Alter. Die mobben mich hier voll. Ich bin voll der Knecht hier. Unglaublich. Unglaublich, was ich hier alles für einen Scheiß machen muss für die. Krass. Ich muss mal irgendwie eine Tür oder so machen, weil sonst komme ich hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob diese Türen halten. Aber das werden wir gleich sehen. Aber ich brauche hier irgendwie eine... Ups. Ich brauche hier halt irgendwie eine Tür oder so, damit ich hier rein und raus komme. Oh, ich habe jetzt eine Strommatratze hergestellt. Ups. Toll. Das wollte ich jetzt gar nicht. Was fummelt der jetzt an den Sachen darum? Habe ich überhaupt eine Tür oder so? Kannst du mal weggehen. So, jetzt lass mich mal hier. Das habe ich alles gebaut, also hau ab. Vor allem, wie er sich beschwert. Ey, Pilli ist so ein kleines Mädchen und er beschwert sich, weil ich die Küche gebaut habe, damit sie was zu essen macht. Ganz natürlich. Natürlich. Oh Mann. Oh, wir müssen ja sowieso zur anderen Seite. Nein. Wo, hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe jetzt nicht wirklich dem zugehört, weil er mir voll auf den Sack geht, der Alter. Penner. Das ist echt ein Arsch, oder? Wie der uns Befehle gibt. Unglaublich. Ich habe den echt ein bisschen gefressen, den Arsch. Oh. Ich weiß nicht, ob wir so auch Level bekommen. Was sind das? Pilze? Achso. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich habe dir nicht wirklich zugehört. Der ist mir wirklich auf den Sack gegangen. Das ist schon ein Idiot. Ach Mensch. Ich laufe jetzt einfach mal hier ein bisschen rum, weil ich will ja sowieso mal gucken, was es hier so gibt. Und so können wir auch ein bisschen Essen looten. Hui. Yummy, yummy, yummy. Was ist das hier? Hier ist eine Höhle. Ich komme hier nicht hoch. Scheiße. So, bauen wir uns jetzt eine Treppe. Was ist denn das hier? Eine Höhle, cool. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht hier. Ist ein bisschen wie Minecraft. Hallo? Oh, eine Schatztruhe. Oh, oh Gott. Monster! Oh, die sind stark. Nein! Stirb! Darum war dann Totenkopf. Wie gemein! Habe ich das jetzt eingesammelt? Nee, das ist hier hinten hingeflogen. Ah, cool. Kriegen wir wieder 5 Punkte. Nice. Wir haben jetzt 55. Das ist echt cool. Ich erkunde gerne sowas. Ich kann hier bloß nichts wirklich kaputt machen. Dafür brauchen wir halt ein anderes
ja, andere Sachen zum Zerstören. Ach ja, ist das schön. Ich finde das echt schön hier so mit dieser Musik, was man hier alles machen kann. Und ich sammle so gerne Sachen ein, das macht einfach voll viel Spaß. Und dann die ganzen Dinge sammeln und dann daraus halt Sachen herstellen. Ich mag das auch, wenn ich Sachen sammle, dass ich die dann in der Kiste verstaue und sehe, wie viel ich davon habe. Und ich hasse es, wenn es dann weniger wird. Ist bei mir irgendwie so. Ich will nicht immer gerne die Sachen... Ich will immer genügend Sachen da haben. Egal von was jetzt. Ah, einen Baumstumpf können wir auch sammeln. Was auch immer wir damit machen können. Ist wichtig, dass wir hier auch ein bisschen Essen sammeln, weil sie frisst ohne Ende hier. Klein, aber hat ganz schön viel Hunger. So. Einfach mal hier den ganzen Mist, der in der Umgebung liegt, alles sammeln. Ach ja. Das Problem ist, wir können nicht ins... Wenn wir ins Wasser fallen, dann war's. Das ist schon ein bisschen übel. Ich kann nicht schwimmen. Ja, säuft gleich. So. Es wird schon wieder dunkel. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin soll. Vielleicht frage ich ihn gleich nochmal. Weil hier jetzt durch die Gegend irren ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ich muss sowieso noch Erdblöcke und so sammeln. Zack, zack. Oh, ich hasse das, wenn man nicht irgendwo hochkommt, richtig? Was ist denn das? Was ist das? Das sieht nicht aus. Hä, was ist denn das? Ein Haus? Ach nee, wir kamen von hier. Oh. Ich habe mich gerade voll gefreut, dass ich was Cooles entdeckt habe oder so. Nö, habe ich nicht. Ach ja. Das können wir auch nicht sammeln. Hm. Okay, ich gehe mal kurz zurück und frage den nochmal. Autsch. So mit der kleinen Keule läuft sie hier durch die Gegend. Voll niedlich. Ich bräuchte mehr Türen irgendwie. Das ist voll nervig, jetzt hier rumzulaufen. Ah, okay, hier ist ja eh offen. Von daher. Du musst wissen, dass... Ach so, Moormaron, das sind diese... Ach so, ich habe jetzt was anderes verstanden. Ja, der Typ macht mich einfach fertig. Der macht mich einfach fertig. Pilzspieß. Oh, wir können sogar Spiegeleier machen. So. Er wollte ja drei Mahlzeiten. Spiegelei. Monster. Oh, habe ich nicht. Ich mach mal noch sowas. Ist hier irgendwas jetzt in der Kiste? Oh. Oh, sie hat ein Spiegelei gemacht. Wie cool. Und da ist Essen drin. Ist ja nice. Vielleicht mache ich auch mal diese Pilze hier rein. Ist ja cool. Die macht uns wirklich Essen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Voll cool. So, ich mache mal jetzt hier ein paar Sachen wieder rein, weil... ja. Der Platz ist halt sehr begrenzt, wie man sieht. So, gehe ich mal hin. Fettsack möchte essen, kriegt er Essen. Schnell, gib sie her. Los, los, los. Was zum Teufel? Er will alle drei, Alter. Der nimmt einfach alle drei. Ich dachte für uns drei. Er hat alle drei allein gegessen. Was für ein kleiner Bastard. Wie bitte? Du willst sie sehen? Du, die Kantle-Chronik mit eigenen Augen? Tut mir leid, Eliza, aber dieses Buch ist ein Familienerbstück von unschätzbarem Wert. Ich kann es nicht einfach jedem zeigen, der danach fragt. Alter. Ich musste dir Essen machen, ich musste dich finden und suchen und was weiß ich. Du gehst mir auf den Sack und ich dachte, wir arbeiten zusammen. Und außerdem ist der Foliant in einem uralten und geheimen Schrift verfasst. Es ist ausgeschlossen, dass du oder sonst jemand es lesen könnte. Das wenige Wissen, das ich ihm abgerungen habe, hat mich Jahre akribischer Forschung gekostet. Na und, dann kannst du es doch teilen mit uns.
Nichtsdestoweniger habe ich keine Zweifel daran, dass dieses Buch der Schlüssel sein wird, um dieser Stadt wieder dem zu alten Glanz zu verhelfen. Ich werde nicht ruhen, bis ich jede einzelne seiner Geheimnisse entschlüsselt habe. Doch keine Sorge, meine Liebe, nenn mich bitte nicht so. Ich werde dieses Geheimnis nicht für mich behalten. Sobald ich einen Durchbruch bei meinen Studien erziele, gebe ich dir als erster Bescheid. Mhm. Und was dieser Moormaron angeht, es ist nur gerecht, dass du auch die Früchte deiner Arbeit kosten solltest. Nimm dieses zum Zeichen unserer ewigen Freundschaft. Ich will nicht mit dir befreundet sein. Wow, er hat mir einen übrig gelassen. Was ist mit Pilli? Kriegt die auch was? Die kriegt wahrscheinlich gar nichts. Was? Oh, ob ich das Buch schon zu Ende gelesen habe? Du solltest dich in Geduld üben, junge Dame. Ich habe dir doch klar und deutlich gesagt, dass du es als Erste erfährst. Wenn es mir gelingt, ein Geheimnis zu lüften. Mhm. Die Kantelchronik zu entziffern wird Zeit brauchen, Eliza. Außerdem haben wir gerade erst damit begonnen, die Stadt wieder aufzubauen. Ich muss mich meinen Studien widmen. Du solltest dich lieber ins Zeug legen, damit diese Stadt wieder in altem Glanz erstrahlt und dich als die Erbauerin beweisen, die du zu sein vorgibst. Alter, wie der noch an mir zweifelt. Du bist der größte Penner. Und der schläft auf meinem Bett. Auf meiner Strohmatratze schläft er. Mhm. Ziehe Gegenstände höher als 2 Blocks über dem Boden platzierst, denn dann erhältst du dafür keine Punkte. Geh jetzt, mein Kind, fülle deine Stadt mit Bauwerken statt deine Gebäude mit Einrichtungsgegenständen und sieh zu, wie dein neues Zuhause aufblüht. Ich mache mir auf jeden Fall ein eigenes Zimmer. Also, ja, Räume schmücken könnte, die du bauen wirst? Nein. Also, wir können jetzt Dekorationsdinge machen. Simples Schlafzimmer. Einen Topf kriegen wir. Achso, ich habe ein simples Schlafzimmer gelesen, wo wir halt uns gerade befinden. Statte die Räume in deiner Siedlung mit Möbeln und anderen Objekten aus, um der Bauanzeige Punkte hinzuzufügen. Fülle deine Räume mit Ziergegenständen und bringe die Siedlung so auf eine ganz neue Stufe, okay? Oh, das wird so Spaß machen, Sachen hier aufzubauen und jedem Raum sein Leben sozusagen zu geben. Oh, ich habe richtig Bock drauf. Das wird lustig. Aber diese zwei... Ich muss sagen, Pilli hat mir am Anfang, ging die mir voll auf den Sack. Aber Roy geht mir jetzt noch mehr auf den Sack. Der ist ja richtig schlimm, der Typ. Was für ein Penner. Und ich esse jetzt einen Spieß. Njam, njam, njam. Musste man sein. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Strohtür. Ich mach mal noch eine. So. Strohmatratze habe ich nichts mehr. Okay. 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 Okay, ich will ja wegdrücken, aber der lässt mich nicht. So, ein paar Truhen hier. Einen Topf können wir auch herstellen. Erde und blauen Glibber. Können wir eigentlich mehr? Ah, wir können so mehr... Nein, können wir nicht. Ich wollte eigentlich wissen, wie man so viele wie möglich... Ich will ja nicht zu viele bauen. Muss ja jetzt auch nicht sein. Kochfeuer, schäbige Lumpen. Ansonsten... Ja. Cool. Okay, dann muss ich jetzt erstmal Material sammeln, weil ich habe nicht wirklich mehr was. Gehe ich mal direkt hier hin. Oh, jetzt habe ich das auch noch gegessen. Scheiße. Egal. Hauptsache, der Magen ist voll, ne? Yatta, yatta. Kawaii. So, erstmal hier schön sammeln. Zack. Dieser Schleim schläft ein bisschen. Soll ich den mal ärgern? Ich brauche eh diesen Schleim hier, diesen Glibber, für einige Sachen zum Herstellen. Deswegen praktisch, wenn wir den totschlagen. Oh Mann. So. Oh, ist cool, dass man hier mehrere Sachen zusammenschlägt und dann mehr Sachen auch bekommt, anstatt jeden einzelnen Block zu schlagen. Und so dann die Sachen zu bekommen. Wie er mich angreift. Wie süß. So. Am besten auch andere Sachen mit sammeln. Oh Mann, ey. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf schon da. Oh, die schlafen voll. Das ist ja irgendwie süß. Nein, ich habe schon den falschen Knopf gedrückt. Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Dreieck angreifen ist. Ich bin es echt nicht gewohnt. So. Oh, ist ganz schön dunkel hier, ne? So. Ich bin mal gespannt, wenn Monster uns dann angreifen.
wie es werden wird. Ob dann auch Dorfbewohner oder so sterben, ich weiß es nicht. Das wäre voll übel. Das wäre schon krass. So, ich sammle hier noch ein bisschen so die Pflanzen ein, ein bisschen Holz. Ach, das wird noch so nervig werden, immer diese scheiß Erdblöcke und so zu sammeln und halt dann andere Sachen, Stein und so. Ich weiß ja nicht, was es noch alles so geben wird an Materialien. Hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel dann machen. Bin ich echt mal gespannt. So, ich muss jetzt ein Schlafzimmer oder so errichten. Das kriege ich nicht kaputt, okay. So. So, eigentlich wollte ich die Tür hier so erstmal hinmachen. Damit hier wenigstens mal zu ist, aber oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Doch, okay, jetzt. Jetzt geht's. Einfach nur, damit es ein bisschen zu ist und so. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern, alles. Ich möchte einfach nur ein bisschen hier Ordnung reinbringen. So, ich würde mal sagen, ich fange mal hier an, ein Zimmer noch zu bauen. Würde ich mal einfach sagen. Muss mal gucken, wie. Sollte ja nicht zu voll gebaut hier sein. Ein bisschen so offen, dass hier man auch ein bisschen rumlatschen kann. So. Das kriege ich ja nicht weg hier. Das ist ein bisschen blöd. So, hier aber, dass hier so halt so ein Durchgang ist, das wäre schon praktisch, weil sonst muss ich ja mal außen rumlaufen. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Muss ja nicht sein, dass man immer so durch so außen rumlaufen muss. So. So, das kriegt die nicht kaputt. Muss ich wahrscheinlich... Ja. Wahrscheinlich springen. So, jetzt will ich alles kaputt machen. Yay, jetzt haben wir hier so einen Durchgang. Voll cool. Sieht ein bisschen... ja. Größer aus. Aber es nervt mich ein bisschen, dass sie die ganze Zeit hier rumlatschen. Und ja, nerven halt. Ich glaube, ich mache hier so einen Raum noch daneben. Muss ja nicht so groß sein. Ja, ich glaube, ich mache den Raum hier so daneben. Halt so einen kleinen Raum. Wir werden das sowieso alles noch weiter ausbauen, damit die Stadt größer wird. Ups. Musst du mir immer in den Weg kommen, Mädel? Bitte. Geh weg. Ich will hier was hinbauen, aber irgendwie funktioniert es nicht. So. Eine Fackel brauchen wir ja auch, sonst ist es ja nicht wirklich ein Raum. Leerer Raum. Ja, halt eine Strommatratze und so wäre auch nicht schlecht. Damit man halt da ein bisschen schlafen kann. So, her damit. Mache ich erstmal den Scheiß hier weg. Oder das können wir ja auch noch irgendwo platzieren. Und so eine Kiste wäre nicht schlecht. Ach, ich habe ja schon einen mitgenommen. Upsala. So, Moment. So, das mache ich mal hier hin. Und die Kiste einfach hier so. So, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob der das so möchte. Ich habe jetzt... Ich weiß auch nicht mehr. Okay, okay. Sollte nicht mehr als zwei so eine Blöcke hoch sein. Okay. Ja. Okay. Dann hätten wir jetzt das Zimmer hier. Ich weiß nicht mal, wie viel Zimmer. Ich soll jetzt halt, dass ich Stufe 1 fertig bekomme.
voll bescheuert. Nee, Spaß. Ist schon cool gemacht. Ich weiß nicht, wie groß ich das Zimmer hier machen soll. Vor allen Dingen, das ist ja höher als zwei so eine... Ja, Dinger. Dann mache ich das bis hier, weil ich kann dieses Zeug, was hier ist, nicht abbauen. Deswegen mache ich mal die Linie hier. Huch! Bam! Nein, nicht kaputt machen. Mach nicht alles kaputt. So hätten wir noch einen kleinen Durchgang. Zack. Wir müssen halt auch noch eine Tür dahin bauen. Schon wieder eine Tür. Ich kann ja schon mal Fackel und einen Topf hier reinmachen. Ich weiß nicht, was diese Töpfe sollen, aber egal. Was soll's? Mach ich mal hier eine Ecke rein. Ja, was? Nicht genug Platz hier. Mach mal jetzt. Ich muss jetzt halt wieder eine Tür bauen. Am besten ist es, wenn ich mehr Türen baue. Ich möchte halt aber nicht alles verschwenden. Nicht genug Materialien. Ich sag ja, wir können ja sowieso nicht jetzt mehr machen. Scheiße, ey. Lagerfeuer. Okay. So, das ist jetzt, ich glaube, der letzte Akt, den wir jetzt hier in diesem Part machen. Die Tür hier einbauen. Oh, 110 Punkte. Cool. Nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft. Ich bräuchte eigentlich jetzt, ja, halt noch mehr Sachen, damit ich mehr Punkte bekomme, weil ich kann das ja alles da reinpacken. Zählt das eigentlich auch als Dekoration? Dekoration, zum Beispiel diese alte Kiste hier, ist auch Dekoration. Das wäre auch Dekoration, oder? Nee, Fertigung ist okay. Bauen kann ich ja nicht wirklich mehr was, oder? Truhe? Doch, kann ich noch bauen. So. Dann kriegt der mehr Töpfe oder so. Puh! Ich kann leider kein Bett machen, also was soll's. Vielleicht werde ich auch einfach nur so ein, weiß ich nicht, vielleicht wie so eine Abstellkammer oder so hier. 10 Punkte kriegt man wirklich, lol. Ja, ist einfach hier nur so ein komischer Abstellraum oder so. Yay, wir haben Stufenanstieg. Yay, dass wir das noch erleben, ist ja cool. Wir haben jetzt Stufe 2, ein leerer Raum. Das ist auch ein leerer Raum. Das hat jetzt nicht wirklich eine Bezeichnung, weil... Das ist eine Küche. Essen hat sie jetzt nicht wirklich mehr gemacht, die blöde Kuh. Oh, scheiße, ja. Hervorragende Arbeit, Eliza. Ich bin beeindruckt. Du bist nicht nur die legendäre Erbauerin, sondern es scheint auch, als würden deine Kräfte stetig wachsen. Mhm. Eliza, mein Kind, egal wie viele Monster du besiegst, du wirst davon nicht stärker. Nur die Waffen, die du führst und die Rüstung, die du trägst, steigern deine Kampfkraft. Na toll. Du bist ja Erbauer, mein Kind. Und deine wahre Stärke wird zum Vorschein kommen, wenn du diese Siedlung ausbaust. Also ich bekomme nicht im Kampf Erfahrungspunkte, sondern indem ich baue. Okay. Toll. Leider muss ich gestehen, dass ich bisher kaum Fortschritte beim Entziffern der Kantlen-Chronik gemacht habe. Mhm. Ich könnte mir denken, dass es doch einige Zeit dauern wird, bis... Bis meine schlackernden Ohren... Hast du es auch gehört? Was denn? Hä? Was denn gehört? Was? Was hat der denn für Hallos? Oh oh, das ist ein Kampfsymbol. Oh oh. Ein Kampfsymbol. Das bedeutet nichts Gutes. Ist alles zu? Ich guck mal lieber was. Das heißt, dass jetzt Monster kommen oder was? Oh, warte, ich hab Angst. Na gut, das erfahren wir dann aber erst im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und dann sehen wir mal, was dieses Kampfsymbol da bedeutet. Also bis dann.